Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier bei 19 auf der Nordic Marsch, Version 2.3. Wir machen weiter mit der Rapsernte auf Feld Nr. 54. Wir nehmen jetzt hier einen normalen Helfer zum Schluss. Ist ja nicht mehr viel. Und schauen wir, dass wir die zumindest zwei bis drei Autoreif-Fahrer eingestellt bekommen. Dann werde ich mich Richtung Feld Nr. 44 begeben mit dem ersten Drescher. Und dann geht's da weiter. Ebenfalls jo, voll. Ab nach Hause. Jo. Aber man nicht raus. Ja, immer noch das Wissen einstellen. Gucken wir ganz kurz gucken, FPS 60. Schön, ne? Ja, muss die Grafikkarte sein. So, ja. Den starten wir auch gleich. Und den nächsten Abfahrer ebenfalls. Das wird nicht lange dauern, wenn wir hier entsprechend alles fertig haben. Dann kommt hier Kalk drauf. Mal anschauen. Ja, heute kam noch ein großes Update für Windows. Aber das geht gut. Obwohl ich ja in meinen Armen auch, ne? So ist das. So. Die drei. Der grüne steht. Ja, ich habe mir die Konsole wieder aktiviert. Und nun kann ich über F2 oder F5 entsprechende Befehle eingeben. Ne? Ja, der grüne steht im Wege, das ist ungünstig. Sehe ich gerade so. Der grüne, der Deutz. Ja, mittlerweile gibt es so eine Produktion auf dem Marsch. Ganz ehrlich, ich schaff das nicht. Ist unmöglich, alles zu betreiben. Aber die Produktion nicht untergeladen, die andere Datei, das ist nicht so ideal, bevor hochlädt. Da ich erstmal nur das machen will, was ich jetzt machen möchte, das brauche ich das immer nicht. Ne? Erdbeeren und so, das aktuell Neues, das brauche ich nun wirklich noch nicht. So, der ist auch dann fertig. Dann machen wir gleich mal einspringen hier. Denn die werden sich gleich mögen, ne? Dann werde ich den mal abladen. Wird's ja auch nichts. 52. 48. Ist heftig. Kann auch nicht sein. Diese Leistung 42, 43. So, während der leer läuft, nehmen wir den nächsten und machen den mal Reise fertig. Und der ist fertig. Dann werden wir auch bocken, ne? Bevor machen müssen. Dann können wir ihm Richtung Feld 44 schicken. Und dann geht's weiter. Raps. So.
Alt 0. Dann checken wir auf Feld Nummer 44. So richtig, ne? Jups. Richtig. Gras ist übrigens auch reif. Da werde ich aber heute nichts machen. Weiter wird gemacht. So, ich hab mal den Lenkung, Mensch. So. Ausklinken. Und jetzt geht's auch. Dann gleich mal wieder einfahren. Fährt sich so spät auf der Straße. Da wird keiner glauben, dass das Spiegel so viel Leistung ziehen kann. Also, das kann aber also nicht sein. Grafikkartenmäßig wird nichts Besseres. Muss die Grafikkarte zurückgehen. Alt 0. So, 44. Und da werden wir noch Verband fahren. Weil hier was plus. Die Kurse sind ja alle weg. Ich vermute mal ganz stark, die sind ja noch nicht mehr da. Auf anderen Rechner im anderen Ordner wahrscheinlich. Das ist nicht in der Safe-Datei gespeichert. Junge! Auch du hast Feier. Oh. Vorausklappen. Wir fahren aus dem LKW und dann checken wir auch gleich auf 44. Und den beiden müssen Kaffee trinken. Cappuccino. Cappuccino. Gut für die Stimme. So, hier gleich in Grün. Wenn wir das Stück ausklappen. Ja. Ein Schritt zu weit, ne? Gehst du auch Richtung Feld Nummer 44. Die Gebäude müssen ganz schön Leistung ziehen. So. Halt 0. So, der Kollege, den werden wir gleich umprogrammieren auf sportlich, ne? So, umändern. Feld. Einmal leer machen, logischerweise, ne? So. Dann gehen wir gleich mal Richtung Hof. Wir müssen noch jemanden einstellen. Und zwar der Meister mit den Gruppen. Ich probiere was aus wegen Dingelstufen, damit das ein Stück mehr Kriegen hinbekomme.
vorbeigefahren, ne? So. Dann fahren wir jetzt zum Hof. Dann die anderen kommen alle hierher. Da kann ich mal um. Oh, die Nachbarn klopfen mich gut. Keine Ahnung, was. Hauptsache, alle in Arbeit aus. Was ist hier los? Schön. Klingt ungünstig, ne? Das ist gleich in Grün. Das ist die Intelligenz. Die Intelligenz. Das ist leider so. So, bleib hier. Hat's mir nicht gehört. Nehmen wir den hier vorne. Wollen wir ändern. Und zwar auf Feld 44. Sein. Weil hier nur rauf geht, aber nicht runter. Das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. So. Die ändern wir auch gleich ab auf 44. Dann checken wir auch eine Spur, ne? Ist ja nicht viel, aber muss ja gemacht werden, ne? 32. Das glaubst du nicht. Du musst schon so lange verzeihen. So. Unser Kalkstreuer. Hier wollen wir was probieren. Und zwar, wir fahren erstmal mit Deckel hier auf, zu. Normalerweise mit N. Gut, egal. Wir fahren nochmal Richtung Feld Nummer O. Ja. Normalerweise muss man mit N zugehen, dann geht die Tür vorne auf. Geht auch nicht. Am Traktor. Na, geht nicht. Will nicht, möchte nicht. Platz halt auf. So, außen richtig warm mit 30 Grad. Hitzefrei. Das können wir ausmachen, aber halt. Ups. Wir können kalt im Wasser fahren und kalt ihn weg. So.
die ändern sich. Es klappt. Klappt ja nicht immer aktuell. Warum genau, weiß ich auch nicht. Jetzt war alles eingestellt. Bleibt ein bisschen zu empfindlich. So, ich muss mal hier was probieren. Hätte ich gut ein. Ja, gut, hätte ich mal. Ja, gut. Wegen Kalkohol. So. Hier soll Kalk drauf. So. Das ist hier im Ort. Nicht so richtig normalerweise. So, hier machen wir Berechnung jetzt. Kursgenerierung. Wir wollen hier oben anfangen, da wo Outreif sonst hinschicken würde. Nee. Muss ich mal Feuerarm rausnehmen, rechte Zeit. So, da sind wir hier an dem Punkt, wo er normalerweise hergefahren kommt. So. Kursgenerierung. Feld 54, Fahrgeweine 2. 7%, 18 Meter passt, ein Feld, ein Fahrzeug, generieren wir Kurs. Dann gehen wir zurück und dann gehen wir hier auf Einstellung. Benutzen. Denn dann soll er Kalk nachholen. Man müsste aber noch einen Punkt einstellen. Ersten Wegpunkt, das passt. Das ist Feld 54. Jetzt muss ich mal richtig anfangen. Speichern. Meter. 18 Meter speichern. Dann legen wir mal einen Ordner an. Noch mal kalken. Und den schmeißen wir da rein. Genau. Und Abfahrer einstellen. Was ich noch machen muss, ich muss schauen. Darum kümmere ich mich später. Und zwar der Dünger oder so gleiche Funktion. Ich will ja genau sehen, wo ich jetzt einen Punkt machen muss. Beladen, kalken. Ne? Kalk können wir aktuell noch nicht hier. Also von daher müssen wir diese Funktion nutzen. Die Schweinefutter übrigens. Ne? Zeit, wie ihr mit der Brauerei gut arbeitet, mit der Malzfabrik. Also auch keine kleine Wetter. So. Dieser Punkt ist ungünstig. Und dann müssen wir gucken. Und zwar, da gibt es ja keinen Punkt für. So, aber hier kommt eine Route, eine Fahrstrecke. Wollen wir gleich mal aktivieren. Hier gibt eine Hilfe, was so. Alt. Und gucken wir mal, ne? Will ich jetzt normalerweise nur beim Kalk heranfahren, ne? Also wenn nicht hier separat irgendwo. Sind zwei Kurse nebeneinander, das ist ungünstig normalerweise. So, Zuschauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Ein bisschen bezogen. Entschuldigung dafür.
Dann sagen wir tschüss und ciao und schönen Dank fürs Reinschauen. Ja, morgen geht's hier weiter. Der Marsch mit Kalken und mit der Erdemarsch-Ernte auf Feldnummer 44. Wenn alle Fahrzeuge angekommen sind. Tschüss.